wegen der Karte, die direkt zu uns geliefert wurde. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. I don't know how Alibaba got a hold of his smartphone information. However, since he's ordering us through chat, I do feel as though he's taunting us. You mean this might just be a prank? I mean, look at his demands. Pay me if you don't want me to leak who you really are. That I'd understand. But he's telling us to steal someone's heart without explaining why. Vielleicht geht's auch nach dem Motto, geht uns nichts an. So we're being tested. Regardless, I think we should ask Boss about Futaba Sakura once. Vielleicht sollten wir das mal tun. That's probably for the best. Ja, die Frage ist nur, there's nothing else we can do at the moment, and Chief might have an idea on what this is about. Da muss doch irgendwas dahinter stecken. I'll check the school's roster just in case. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. We must make sure Boss doesn't figure out who we are. We'll have to go about this cautiously. Ja, das könnte nicht so ganz einfach werden, ne, da vorsichtig vorzugehen. Weil über sein Privatleben hat er uns ja nicht sehr viel erzählt. Hm? What's up? Oh Mann, das ist ein sehr direkter. Eine sehr direkte Annäherung. Wie sollen wir das machen? Wer ist Futaba Sakura? Why did you know about that? Oh shit. Ja, ich hätte es wissen müssen. Das wollte er wohl verbergen. So. It's got nothing to do with you. Es wirkt so, als würde er das verbergen wollen. I'm going home. Make sure you lock up the place. Looks like it's a hit. Tatsächlich. Sonst hätte er so nicht reagiert. Ist einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Matsuya, was hast du Boss wegen Futaba Sakura gefragt? Ja, er wollte nicht reden. Könnte es einen Grund geben, warum das so war? Alibaba könnte unsere einzige Hoffnung sein, Madget zu besiegen. Ich wünschte, wir könnten irgendwelche Informationen über Futaba aus dem Boss herauskriegen. Aber wenn wir das versuchen würden zu erzwingen, hätte es vermutlich den gegenteiligen Effekt. Um ehrlich zu sein, ich schulde sowohl Boss als auch Matsuya eine ganze Menge. Ich möchte nicht, dass das für einen Keil zwischen den beiden sorgt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist vermutlich das Beste, zu warten, bis der Boss das Thema selbst erwähnt. Ich glaube, da können wir sehr lange warten. Ich glaube, er wird das so von alleine aus nicht ausspucken, habe ich das Gefühl. Weil dafür sah er gerade viel zu sehr aus, als hätte er was zu verbergen. Naja, da müssen wir wohl näher dran, irgendwie selber dranbleiben. Zunächst war es Madget, dann Alibaba und jetzt Futaba Sakura. Wir haben überhaupt keine Info auf irgendjemanden von denen. Was um alles in der Welt geht hier vor? Ja, gehen wir schlafen. Am nächsten Tag sieht die Welt vielleicht anders aus. Ich glaub's zwar nicht, aber. Yo! Hey, Ryuji. Morgen ist das Ende des ersten Semesters, aber
Wir haben immer noch diesen ganzen lahmen Scheiß alle vor uns. Ach ja, diese Versammlung. Wenn du dich nicht um diesen lahmen Scheiß kümmerst, kannst du deinem Sommerurlaub auf Wiedersehen sagen. Oh ja, und dieses Futaba Sakura-Mädchen. Wenn sie mit dem Boss verwandt ist, glauben die Leute in der... Würden die Leute dann in der Nähe nicht etwas über sie wissen? Das ist eine verdammt gute Idee. Wow! Ja, das ist wirklich... Das ist wirklich gute Intuition, die da von dir kommt, Ryuji. Du hättest davon Gebrauch machen sollen bei deinen Prüfungen. Unser Ryuji hat ganz schön was in der Birne. Ach, ich möchte nie wieder über Prüfungen nachdenken. Jedenfalls in der Nachbarschaft herumzufragen, könnte der schnellste Weg sein, diesen Scheiß herauszukriegen. Aber dann, ich bezweifle, dass das einfach wird. Das ist es niemals. Ach, stimmt. Aber gut. Die Sommerferien starten übermorgen, aber vergiss nicht. Es gibt eine wichtige Versammlung am Montag. Wir werden, die werden die Anwesenheit prüfen. Ja, fantastisch. Es gibt eine ungewöhnliche Anzahl von, es gab eine ungewöhnliche Anzahl von Zwischenfällen dieses Jahr. Macht nicht irgendwelche dummen Sachen während der Ferien. Verstanden? Geht nicht an irgendwelche zwielichtigen Orten wie dem Rotlichtbezirk. Und geht nicht an den Strand nach der Dunkelheit. Ja, Papa. Ich will zum Strand gehen. Ich möchte in kaltes Wasser springen. Scheint so, als würden wir nicht sehr viel Spaß in unseren Sommerferien für eine Weile haben. Ja, nicht mit dieser Scheiße an der Backe. Könnte recht haben. Wir haben keinen einzigen Hinweis. Wir könnten es genauso gut versuchen. Wir haben nichts zu verlieren. Gehen wir nach Jungen und fragen herum in der Nachbarschaft. Okay. Ja. Wollen wir doch mal gucken, ob wir was rauskriegen. Futaba, Futaba. Ja, ich kenne diesen Namen. Ich habe ihn irgendwo schon mal gehört. Das ist der Name meiner ersten Liebe. Meine Lehrerin damals, als ich in der Grundschule war. Eine Scheiße. Naja, egal. Fragen wir auch andere Leute. Du vielleicht? Sakura-san ist Single, nicht wahr? Ich dachte, er hätte nicht eben, er hätte keine Kinder. Das nach. Ist hier noch irgendjemand? Hey, vielleicht? Möchtest du mithören? Glauben Sie, dass die Phantomdiebe eine Gefahr für die Gesellschaft sind? Senden Sie uns Ihre Meinung per Fax oder E-Mail. Phantomdiebe? Die sind nicht echt. Auf keinen Fall können solche Leute echt sein. Ja, der hat nicht wirklich was zu dem Thema zu sagen. Gehen wir mal zurück und schauen mal in den anderen Gassen nach. Vielleicht hier unser Verkäuferfreund. Eine alte Spielekonsole. Könnte ich sie tatsächlich verkaufen, wenn ich ein paar Spiele dazu geben würde? Ich bin nicht wirklich sicher, ob jemand eine Spielekonsole, die so alt ist, kaufen würde. Oh, aber ich mache ich sofort. Können später zurückgehen, ja. Aber das Ding würde ich auf jeden Fall kaufen, wenn das noch da ist. Naja. Hier drin? Nee. Aber hier sind noch ein paar Leute. Futaba?
Wer weiß. Übrigens, isst du sehr viel? Was soll denn die Frage jetzt? Nicht wirklich. Nun, wenn man auch immer Boss Essen kauft, ist es genug, um 3 Leute damit zu füttern. Hast du das mir sagen, dass du gar nicht so viel isst? Vielleicht isst dann der Boss sehr viel. 3 Leute? Klingt verdächtig. Futaba? Wer ist das? Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden kenne mit diesem Namen. Aber würde diese Futaba nicht sauer werden, wenn sie herausfindet, dass du wegen ihr rumschnüffelst? Zweifellos. Na, fragen wir nochmal wen anders. Ah, vielleicht unseren alten Lieferkumpel hier, den wir am ersten Tag angesprochen haben. Futaba? Nein, ich kenne niemanden mit dem Namen. Ich komme oft zu Sakura-san, um Lieferungen zu machen, aber ich habe nie jemanden gesehen, von dem du da redest. Scheiße. Oh, das ist also das Haus des Chiefs. Mit dem wir reden können. Ach da. Futaba. Nein, nein, ich wüsste nicht, wer das sein könnte. Also bisher sind unsere größten, scheinen unsere größten Spuren zu sein, dass der Boss viel Essen kauft für mehr als eine Person, die alleine lebt. Okay. Sehen wir uns all die Läden an, wo man Essen kaufen kann. Aber da ist ja eigentlich nur einer, ne? Das ist ja eigentlich nur der hier. Dieser Supermarkt. Hey! Dieser Ort ist in der Nähe von LeBlanc, also könnten wir hier vielleicht was erfahren. Hey, willkommen! Futaba? Drüben bei Sakura-san? Habe ich nichts von gehört. Tut mir leid. Kommen Sie wieder. That doesn't look like it'll work. Wir haben nichts gefunden wegen Futaba. Ich glaube, unsere einzige Option ist es, nach Hause zu gehen und den Chief direkt zu fragen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der begeistert davon sein wird. Was hat er schon seine erste Reaktion gezeigt? Oh, die schon wieder. You read the letter, did you not? So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done that. I have no intention of talking to you about Wakaba. Wakaba? Wer ist das denn? Tipped off? What are you talking about? Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? Was bedroht sie ihm denn da? Wegen seiner Elternpflicht? What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your Tochter. Favor. Oh shit, ich glaube jetzt. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9% though. Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. Heilige Scheiße. Er soll seine Tochter missbraucht haben? You're going that far? I told you I don't know a damn thing about it. We're extremely serious about this. Mann. As long as there's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Wissenschaft im Zusammenhang mit diesen psychotischen Zusammenbrüchen. Fine. I yield.
Thank you. I will contact you at a later date. Mann, was für ein Stück Scheiße ist sie doch, ey. Sollten wir eigentlich jetzt eine in der Fresse schlagen? I doubt you'll find anything you want to hear, though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. Ja, da würde ich ihr Hausverbot geben. Dieses dämliche Grinsen. Der fick ich sei. Will so jemand... And stay out! Will so jemand wirklich eine eigene Tochter missbrauchen? That woman is real good at pissing people off. Oh ja, das haben wir durchaus auch schon gemerkt. What's with that look? You got something to say? Gerichtsverfahren? This doesn't involve you. Aber deine Tochter, fragen wir ihn mal. That's enough. Just behave yourself and keep going to school if you don't want me to throw you out of here. Ach Scheiße. You got that? Lock the store up. The existence of this Futaba is for certain. She may be in some kind of bad situation, though. Yeah. More so, our conjecture that Alibaba is connected to LeBlanc seems to have a pretty solid foundation. Oh, yeah. Oh, and didn't they mention cognitive something? Wahrnehmungswissenschaften. I wonder what the chief's hiding. Das können wir nur herausfinden. We can't really press him on the subject, though. Especially after he mentioned throwing you out. Also müssen wir in sein Haus rein. Heißt das wohl dann im Gegenzug. I'll just add this. Bei uns erzählen wird das ja nicht, der wird uns vorher rauswerfen. Hey! So eine verdammte Scheiße. Ich schätze, wir finden keine Antworten, wenn wir nur drüber nachdenken. Gehen wir ins Bett. Ja, Mann, das werden... hammerharte Sommerferien, ey. Die kurz vor dem Anfang stehen und wir, ja. Hier ein Geheimnis aufzuklären haben. A woman was threatening Boss? Ja, es war deine Schwester. Yeah. She was going on about domestic abuse and taking the case to court and stuff. What's up? It's nothing. Ja, es ist deine Schwester. So to summarize what you told us, Futaba is Boss's daughter, and he's abusing her? I don't know him very well. Is he really the kind of person who would do that? Ich kann's mir nicht vorstellen, auch wenn er uns nicht immer gut behandelt hat. Keinesfalls. I would like to believe so as well, but we don't have any conclusive evidence, do we? Stimmt allerdings auch wieder. Hä? Is it Alibaba? Oh ja. Ich habe euch ein Ankündigungsschreiben gegeben und ich habe euch den Namen des Ziels gegeben. Ihr solltet nun bereit dafür sein. Warum macht ihr es dann nicht? Ich habe euch gesagt, ich helfe euch, wenn ihr ihre Sinne stiehlt. Warum dauert das so lange? Ja. Ja, wir wissen nur den Namen, aber nichts über eure Persönlichkeit. Ich habe auch gesagt, dass ich eure Identität der Polizei berichten werde, wenn ihr mir nicht helft. Ist das okay für euch? Ich meine das hier ernst. What a selfish person. Ich glaube, wir sollten mal... Well, he does have information on us. Wir sollten da mal eine ganz wichtige Frage stellen. Anyways, this Futaba he's talking about have a palace?
If so, we'll need keywords to get in. Try messaging him about it. Hat sie einen Palast? Palast? Ja, der weiß nichts darüber. Warum rede ich über Paläste? Das hat nichts mit dieser Unterhaltung zu tun. Sagt er einfach irgendwelche Sachen, um der Sache aus dem Weg zu gehen? What are we supposed to do about this? We'd be able to figure out Alibaba's identity if we could just meet with him. Ja, vielleicht sollten wir ihn mal fragen. Try asking him if there's any way we could meet up. Bin ich mal gespannt. Ich möchte dich treffen.